Hallo liebe Leute und herzlich willkommen. Es ist wieder Masters of the Universe Zeit bei mir auf dem Kanal, denn ich habe für euch die Revolution Sorceress Teela. Ja, und Masters läuft ja jetzt demnächst erst als Revolution. Von daher könnte das für den einen oder anderen, der Revelation noch nicht gesehen hat, ein kleiner Spoiler sein. Tut mir leid. Aber das ist nun mal so. Und als Masters-Fan habt ihr das doch auch schon längst gesehen. Ja, gibt's doch zu. Ja. Revolution Teela. Ich freue mich. Ich habe mir den lieber Frank zugeschickt. Zusammen mit der Snake Mountain. Verrückter. Aber gut, darum geht's hier heute nicht. Es geht um die Revolution Teela Sorceress. Und wie immer haben wir hier ein wunderbares Artwork vorne drauf, das sich hier dann auch noch so fortführt auf der Seite. Sieht toll aus. Die Figur ist wirklich sehr, sehr schick. Ja, aber die sehen wir ja gleich nochmal ausgepackt. Hier haben wir nochmal ein schönes Artwork für die Leute, die das so seitlich im Regal stapeln. Ja, und auf der Rückseite, ta-da, haben wir hier schon mal die Figur. Ja, ein bisschen was an Features und hier unten Cross-Sell und so weiter. Kennen wir alles. Ich schnack gar nicht mehr lang. Ich pack das Ding mal aus. Und da haben wir die Teela auch schon von ihrer Box befreit und die kann sich insgesamt doch sehen lassen. Ich finde diesen Goldeffekt hier ziemlich cool. Das sieht nett aus, ein bisschen glänzend, reflektierend. Generell ist die Rüstung sehr, sehr schön, beziehungsweise das Kleid. Ja, das hier ist aus einem gummiartigen Material. Auf der Rückseite haben wir das dann nochmal in so einem Gold auch wieder. Das sieht ganz gut aus. Und dann haben wir hier dieses Cape, das wie immer festgeklebt war und deswegen klebt mein Cape jetzt hier. Hört auf, das festzukleben. Das muss nicht kleben. Das geht auch so. Insgesamt finde ich das Cape ein bisschen schmal. Das liegt aber daran, dass das halt so gedacht ist. Ne? Das soll nicht viel breiter. Aber ich hätte es halt cooler gefunden, wenn sie es breiter gemacht hätten, damit auch die Sorceress Teela so ein bisschen diesen Umhang ausbreiten kann und dann so ein bisschen so diese Flügel andeutet. Das ist zwar dann nicht serienakkurat, ich hätte es aber schön gefunden. Dann hätte man so die Arme ausbreiten können und hätte ihr das Cape so ein bisschen an die Arme legen können. Am besten hier noch befestigt oder so. Das wäre super gewesen, aber das kann man halt auch nicht erwarten, wenn es nicht wirklich in der Serie so vorkommt. Ansonsten ist der Head Sculpt relativ ordentlich. Ich finde halt, das Gesicht von Teela wirkt immer ein bisschen traurig, trotzig in dieser Serie beziehungsweise in dieser Masterverse-Reihe. Das ist auch immer so ein kleiner Kritikpunkt von mir. Ja, und ansonsten ordentlich gemacht. Es ist eine schöne Figur, finde ich. Also sie sieht insgesamt super aus und kann sich durchaus sehen lassen. Ja, das Haar ist lang, behindert natürlich sofort dann die Beweglichkeit, das ist klar. Obwohl, da ist durchaus noch einiges möglich, wie man sieht. Man kann schon noch einiges machen. Na, nur sobald man dann den Kopf so nach vorne macht und das dann irgendwie so hinstellt, sieht das natürlich komisch aus. Aber man stellt sich die Figuren ja meistens von vorne ins Regal. Dann geht das und dann sieht das auch super aus. Aber da sind wir schon bei der Beweglichkeit. Ihr könnt den Kopf bewegen. Ihr könnt ihn ganz bisschen nach links machen, ihr könnt ihn ganz bisschen nach rechts machen. Das geht sogar ein bisschen weiter, weil das Haar so ein bisschen komisch geformt ist. Ja, dann könnt ihr den Kopf so nach vorne machen. Und ihr könnt den Kopf nicht wirklich nach hinten machen, weil da sind dann halt die Haare im Weg. Ihr könnt ihn ein bisschen querstellen, das geht auch alles möglich. Dann könnt ihr natürlich die Arme bewegen, ihr könnt sie anheben, ihr könnt sie nach vorne drehen, nach hinten machen. Das geht auch. Hier seht ihr dann auch schön diesen Pelzansatz an ihrer Kleidung. Das gefällt mir auch sehr gut. Ihr habt hier oben einen Cut im Oberarm drin. Den hätte man vielleicht noch ein bisschen besser verstecken können, weil sie hatte ja diese Armreife. Aber gut, das ist dann wieder ein bisschen too much. Dann das doppelte Ellenbogengelenk, das immer ein bisschen merkwürdig aussieht, finde ich. Aber ne, sorgt halt für viel Beweglichkeit und ihr könnt natürlich die Hand drehen und auch ein bisschen kippen. Das sollte möglich sein. Ja, bisschen halt, nicht? Ja, dann habt ihr natürlich eine Oberkörper-Brustkorb-Artikulation. Das geht auch. Ihr könnt das ein bisschen drehen hier. Ja, ich weiß nicht, ob es nach vorne geht. Nicht wirklich, nach hinten ein bisschen. Also ein bisschen Beweglichkeit ist da drin, aber viel nicht. Das könnt ihr euch abschminken. Eine Hüftartikulation hat sie dann nicht extra noch. Das wäre hier auch wahrscheinlich zu viel verlangt. Dann könnt ihr die Beine ein bisschen spreizen, nur so weit. Dann fängt das Gummi an zu zerren, das lassen wir. Könnt die Beine nach vorne machen, nach hinten geht so weit. Dann habt ihr hier den Cut im Oberschenkel drin, das könnt ihr gar nicht gut sehen, aber er ist da, vertraut mir. Ja, dann das doppelte Kniegelenk, das geht auch. Ja, hier ist es. Ja, dann habt ihr hier den Bootcut oben drin, könnt ihr auch noch drehen. Ja, und ihr könnt die Füßchen nach vorne und nach hinten machen und auch so ein bisschen zur Seite kippen. Das geht auch, ja, nach außen. Nach innen geht auch, so zack. Und das war's dann mit der Beweglichkeit. Zubehörtechnisch haben wir hier einmal die Zauberhände, die mit dabei sind, also die offenen Hände. Und dann ist noch der Adlerstab mit dabei, der kann sich doch auch durchaus sehen lassen. Sieht gut aus. Ja, hier noch die Rückseite, bisschen anders als vorne, immer der Vergleich, zack.
Also das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Mehr ist dann schon nicht mehr dabei. Ich werde meine wahrscheinlich so aufstellen mit einer der offenen Hände und einmal dem Stäbchen in der Hand. Dann sieht das auch ganz gut aus. Ja, ein bisschen mehr Zubehör wäre hier sicherlich nicht verkehrt gewesen. Aber gut, wenn es nicht mehr geben soll, dann gibt es nichts mehr. Es bringt auch nichts, wenn sie 50 Hände reinpacken, die man eh alle nicht benutzen kann oder die alle gleich aussehen. Das ist dann ja auch Quatsch. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wo ich die jetzt hinstellen soll, weil das Regal für die Masters-Figuren ist bis oben in voll. Zum Glück ist die nicht ganz so breit. Das heißt, die wird tatsächlich noch irgendwo den Platz finden. Ja, aber jetzt wird es richtig knapp. Ich weiß wirklich nicht. Ein neues Regal aufmachen für die nächsten Figuren, die dann kommen. Schauen wir mal. Ja, die Sorceress Teela ist auf jeden Fall relativ schick. Ich finde tatsächlich allerdings, dass alle Masterverse Teelas bis jetzt eher so, irgendwas gefällt mir nicht am Gesicht. Aber das habe ich ja im Prinzip wahrscheinlich schon zigmal gesagt inzwischen. Ist halt einfach so. Die geht hier aber klar. Es ist eine schöne Variante, vor allen Dingen, weil es halt die Sorceress Teela ist. Und ich freue mich, dass ich sie in meinem Besitz habe. Also, wenn ihr auch so eine Teela haben wollt, dann könnt ihr die eigentlich momentan überall kriegen. Die sollte überall verfügbar sein. Und wenn ihr Bock auf Revelation oder Revolution besser gesagt habt, dann schaut doch mal bei Netflix rein. Da läuft das jetzt bald gleich irgendwann, je nachdem, wann ihr dieses Video schaut. Vielleicht ist es sogar schon soweit. Ja, und ich werde es mit Sicherheit schon verschlungen haben, wenn es denn schon lief. Jo, ansonsten kennt ihr das Spielchen. Abo, Daumen, Kommentare, Benachrichtigungsglocke wieder anschalten. Da freue ich mich persönlich drüber. Jo, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, nicht? Gut, denn bis dahin, gehabt euch wohl. Tschüss. Was ist denn wohl los? Ach so, das Ende vom Video. Ha, ja, da oben, da gibt es ein Video von Mike, das könnt ihr euch angucken. Da unten ist eine Playlist, da könnt ihr auch mal reinschauen. Und da drüben, ja, da sind so ein paar andere Kanäle zum Abonnieren. Ja, das war's jetzt. Tschüss.